Hallo liebe Leute, wie versprochen werde ich jetzt von nun an mehrere Videos, vielleicht einmal pro Woche, vielleicht auch mehr in der Woche, je nach Zeit. Also das erste, was ich heute werde machen, sind drei Mocks, die ich mal gemacht habe, die ich vor etwa anderthalb bis zwei Jahre, zum Teil sogar zu drei oder vier Jahre her. Diese Mock werde ich jetzt mal vorstellen. Alle Mocks sind aus Lego-Steine, weil sie schon so derzeitig noch nur mit Lego-Steine gemockt hatte. Das erste ist ein Handy-Halterung oder auch Tablet-Halterung. Ist aus Technik-Liftarme. Das ist alles auch schwarze Technik-Liftarme gebaut. Die erste Version, die ich damals gebaut hatte, war bunt. Aus verschiedenen farbigen Steine, die ich hatte, also Liftarme, die ich hatte, hatte ich mal. Dann habe ich auf Bricklink diese Steine in schwarz bestellt, also diese Liftarme. Und dadurch dann dieses ganze Mock, den ich gemacht habe, dann in schwarz plus. Wie ihr hier seht, habe ich da einen dunkelgrauer Lift an, einen längeren. Das ist, glaube ich, ein 13 oder 15, sicher. Und hier oben sind auch noch vier in dunkelgrau, also dark bluish gray, wenn man so schön sagt, auf Englisch. Abgesehen von dem besteht er aus, wie auch immer, aus blauen Pins. Lego hat ja nur diese. Und dann, ja, ich zeig's mal. Von vorne sieht das so aus. Das ist von unten, der Seite, von hinten, von der anderen Seite. Okay, also hier sieht man das kürzer, da kann man, deswegen ist das kürzer, das ist speziell für Handyhalterung, also Halterung zum Reinstellen, dass er nicht rausrutscht. Während die breitere Sektion, kann man so sagen, hier ist für Tablets. Zum Beispiel der, den ich hier habe. Ich habe ja ein iPhone. iPad. So sieht das Ganze dann mit dem iPad aus. Und hier das Ganze. Ups. Wenn man ein iPhone hat. Das wäre mal mein Mock. Das ist. Den habe ich vor etwa drei bis vier Jahren her gebaut. Der Modell für diese Halter, Ständer, habe ich im Internet gab es, wenn ich mich nicht täuscht, bin nicht sicher, ob es bei IKEA oder wo. Ich glaube nicht IKEA. Ich bin mir nicht sicher, wo ich es gesehen habe. Und das hat mir sofort gefallen, aber er war aus Metall. Und ich dachte, diese Form gefällt mir sehr und da habe ich das Ganze dann mit Liftarmen, weil Liftarme viel mehr stabiler sind als Lego-Steine. Schon ziemlich gut, das ist sehr stabil. Und da habe ich diesen Mock gemacht. Dann das nächste, was ich gemacht habe, der nächste Mock, sind zwei Raumschiffe, also zwei Jäger, die von der Classic Space abgeleitet sind und genau gesagt von der LL-918. Und von diesen habe ich diese zwei, also der hier und dann noch ein anderer gebaut, gemockt. Das ist noch voller Staub hier. Ja, das ist anscheinend schon fast zwei Jahre her. Also, das sieht so aus. Moment, ich
jetzt auf, dass man besser sieht. Das sieht so aus, so vorne. So, Seite. Der hat solche Beine, 4 Stück, als Landehufen, kann man so sagen, lange Beine. Der Antrieb. So. Nicht so schön ist natürlich der Cockpit, da kann man aufmachen. Hier steht ein Classic Space Minifigur. So sieht man am besten. So, das ist das eine. Und jetzt nehme ich das zweite, der ein bisschen komplexer ist. Das war der erste Modell, den ich gebaut hatte. Und das ist das zweite Modell, auch immerhin von der LL918 abgeleitet. Auch ein Mock. So. Hier von der Seite. Da kann man diese Flügel kann man verschieben. Man kann sie so. Also mir gefällt es besser so, dass sie so sind, diese Flügel. Der hat Räder statt die Landebeine oder Kufen. Cockpit, ähnlich wie das andere. Nur intern sieht man ein bisschen anders. So. Und da ist ein blauer Classic Space Astronaut oder auch, wie man heutzutage sagt, den Benny. So, das sind die drei Mocks, die ich mal gezeigt habe. Fürs erste, wie gesagt, das ist jetzt eine neue Videos, die ich jetzt von jetzt an mache. Momentan habe ich noch zwei weitere große Mocks. Das sind einmal eine Villa, der sehr groß ist. Und dann habe ich noch einen zweiten Mock, der in der Stube sitzt. Wie man hier sieht, ich bin in der Küche. Leider in der Stube kann ich nicht filmen momentan. Das ist ein Chaos dort. Muss ich noch aufräumen, neue Möbel kaufen. Ich habe erst vor ungefähr 6-7 Monaten bin ich umgezogen. Ich wohne jetzt in einer kleineren Wohnung, eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Früher war ich in einem 4,5-Zimmer. Da mehr Platz, leider habe ich jetzt weniger Platz. Jetzt muss ich natürlich alles, was ich da hatte, unterbringen. Das musste ich fortschmeißen. Ist halt so. Okay, fürs Erste ist das mal alles. Wie gesagt, nächstes Mal werde ich sie wahrscheinlich einer der nächsten, die größeren Mocks zeigen. Das eine ist eben diese Villa. Eine Hausvilla, da habe ich da unten, aber ich möchte es eben nächstes Mal zeigen. Und wie gesagt, in der Stube sitzt ein weiterer Mock. Das ist dann von einem im Spiel abgeleitet. Von Half-Life, besser gesagt Half-Life Black Mesa. Und habe ich dort eine Szene nachgebaut. Ein Mock draus gemacht von einer Szene vom Anfang vom Spiel. Ich weiß nicht, ob irgendjemand dieses Spiel noch kennt. Das ist noch ein Spiel vom Jahr 2001, 2002, die erste. Und vor etwa anderthalb Jahren wurde eine neue Version dieses Mock, dieses Spieles. Und von dem Spiel habe ich jetzt diesen Mock gemacht, das zeige ich das nächste Mal. Okay, das war alles von mir von heute und ich werde sehr wahrscheinlich innerhalb vielleicht diese oder die nächste Woche ein weiteres Video machen. Also bis dann, ciao und bleibt gesund.